Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Schwangerschaftsupdate von mir. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass meine kleine Maus da unten gerade ein bisschen malt. Aber ich wollte die Zeit jetzt kurz nutzen, um euch ein neues Schwangerschaftsupdate abzudrehen. Und ich wünsche euch an dieser Stelle erstmal ganz, ganz viel Spaß. Das Update geht jetzt von der 17. bis zur 20. Schwangerschaftswoche. Aktuell sind wir nämlich in der 20. Woche. Und ich wollte euch einfach mal jetzt über die Zeit zwischen den letzten Frauenarztterminen berichten. So, ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem Frauenarzttermin, denn da ist einiges passiert, was mich so ein bisschen zum Nachdenken bringt, denn es gibt da ein paar Schwierigkeiten bei unserem kleinen Babymann. Aber ihr erfahrt das alles jetzt in diesem Video. Ich habe hier wieder meinen Mutterpass dabei und werde euch natürlich berichten. Beim Frauenarzttermin beim letzten waren wir bei, Gott, wartet mal, 18 plus 4. Und das war jetzt hier das zweite Screening. Da sieht es hier eingetragen von 18 plus 0 bis 21 plus 6. Der nächste Ultraschalltermin wird dann das große Organscreening sein. In 4 Wochen ist das. Genau, und da wird dann einfach nochmal mit einem etwas besseren Gerät ganz, ganz genau auf die Organe geschaut. Dieses Mal hat sie auch ganz, ganz intensiv geschallt. Ich fand wirklich sehr extrem hat sie geschallt. Ich kann mich da gar nicht mehr bei Lia so stark daran erinnern. Aber ich denke, das lag einfach hier an dem Screening, dass es wirklich so ein großes Screening war. Genau, hier auf jeden Fall alles unauffällig soweit, also beim Baby ist alles in Ordnung. Ja, und mein Gebärmutterhals hat sie auch wieder abgetastet und den Muttermund auch. Und der Gebärmutterhals ist 5 cm groß, also top, also alles in Ordnung. Sie hat hier aber Bemerkungen aufgeschrieben und halt zwei, drei Sachen, die wir beobachten müssen und wo die Ärztin auch gesagt hat, dass das auf jeden Fall, dass beim nächsten Mal die Kollegin nochmal beim Organscreening intensiv untersucht. Genau, das ist unter anderem das Gewicht von dem kleinen Mann. Sie sagte zu mir, als ich nach dem Gewicht gefragt habe, dass der Kleine sehr leicht ist für seine Größe. Ich habe die Ultraschallbilder vor dem Frauenarzttermin mal mit Lias Ultraschallbilder in der Woche ungefähr verglichen. Bei Lia war ich in der 18. Woche beim Frauenarzt und sie war bereits 18 cm und hat fast 300 Gramm gewogen. Und dieses Mal ist der Kleine 17 cm, eine Woche später, und wiegt nur knappe 200 Gramm. Sie sagte, für die Größe und für die Woche ist das sehr wenig und das müssten wir auf jeden Fall beobachten. Genau, weil er einfach schon, also er ist nicht zu groß, aber er ist schon recht lang, aber wirklich sehr, sehr dünn. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal ganz von vorne an. Am Anfang musste ich natürlich wieder Urin abgeben. Das war auch dringend nötig, war extra nicht den Morgen auf Toilette. Und dann bin ich auch direkt hinten in die, ja nicht ins Wartezimmer, sondern direkt schon vor den Behandlungsraum gekommen und dann, ja, 2 Minuten später war ich auch direkt schon dran. Das war wirklich toll diesmal. Also ich musste fast gar nicht warten. Am Sonntag vor dem Termin, das war 3 Tage vorher, hatte ich Blutungen morgens in der Unterhose. Und ich habe mir dann natürlich ein paar Sorgen gemacht. Aber irgendwie hat mir mein Gefühl gesagt, es ist alles in Ordnung. Und dann ist mir aber aufgefallen, so den Tag über, dass ich gar keine Kindsbewegung spüre. Und das ist sehr ungewöhnlich, weil ich den Kleinen eigentlich sehr regelmäßig spüre. Und auch sehr stark schon, trotz Vorderbandplazenta. Aber das ist schon deutlich zu spüren. Da habe ich aber den ganzen Tag nichts gespürt. Wir haben dann Lias Geburtstag nachgefeiert mit den Großeltern. Also einem Paar der Großeltern. Und ich war dann ziemlich abgelenkt auch den ganzen Tag und habe, wie gesagt, immer gedacht, es ist alles in Ordnung. Und habe mir dann auch keine Sorgen mehr gemacht. Am nächsten Tag hatte ich dann auch wieder Kindsbewegung, zwar erst am Nachmittag, aber ja, Kindsbewegungen waren wieder da und auch sehr, sehr kräftig. Und dementsprechend waren natürlich auch alle Sorgen wieder weg. Das habe ich natürlich dann am Mittwoch beim Frauenarzt haben wir natürlich direkt angesprochen und die Frauenärztin hatte sich auch direkt ganz große Sorgen gemacht und hat dann erstmal gesagt, okay, dann gucken wir jetzt mal ganz, ganz schnell im Ultraschall. Ja, nach der Untersuchung untenrum, Gebärmutterhals, etc., bin ich dann auf die Liege und dann haben wir einen Bauchultraschall gemacht und diesmal waren wir in
dem Raum, wo das besondere Gerät steht. Also das ist einfach ein ja, sehr gutes Gerät, was man eigentlich nur bei den großen Organscreening oder Ersttrimester-Screening benutzt. Und das ist natürlich immer ganz schön, wenn man dann in diesem Raum ist. Das variiert immer, also das kann man gar nicht so abschätzen, je nachdem, welche Ärztin gerade in welchem Raum ist. Und genau, ich habe mich aber sehr gefreut, weil da sieht man einfach immer noch ein bisschen mehr. Ja, dann haben wir geschaut nach dem Baby und die größte Frage natürlich, also ich habe dann am Anfang gesagt, schauen wir mal, ob es diesmal noch ein Junge ist. Ja, weil viele in meiner Familie sind sich da einfach noch nicht so sicher. Und deswegen, ja, und wir waren uns beim letzten Mal ja auch nicht hundertprozentig sicher, aber 99% hatte sie gesagt. Und dann hat sie gesagt, ja, dann schauen wir mal, ob es diesmal immer noch ein Junge ist. Aber erstmal haben wir natürlich die ganzen wichtigen Dinge abgehakt. Und wie gesagt, sie hat wirklich sehr, sehr lange geschallt und sich alles intensiv angeschaut. Also mehrfach die Arme, Beine, die Lippen, ob eine Lippenspalte da ist, Gehirn mehrfach, Herz hat sie von allen Seiten angeschaut. Und ja, also wirklich alles komplett angeschaut. Eben so ein richtig großer Ultraschall. Und zwischendrin hat sie dann immer mal runtergeschaut nach dem Geschlecht. Und am Anfang, ja, standen wir beide da ein bisschen sprachlos und haben gedacht, das ist doch ein Mädchen. Und dann haben wir da erstmal geschaut und geschaut, aber wir haben nur Schamlippen gesehen. Und kein Schnippi. Ja, wir haben nur Schamlippen gesehen, aber kein Penis oder ähnliches. Und sie sagte, in der Woche muss es eigentlich schon sehr eindeutig sein bei einem Jungen, weil ja, das ist einfach nun mal schon sehr eindeutig. Ja, sie hat dann aber geschaut, gesagt, wir schauen gleich nochmal. Sie schaut jetzt erstmal nochmal nach der Nabelschnur und so weiter. Und dann, ja, etwas später, nachdem sie die Nabelschnur und alles abgehakt hat, sie dann nochmal geschaut und dann hat man doch wieder was gesehen, aber einfach sehr undeutlich. Also nicht, dass man sagt, okay, boah, hundertprozentig ein Junge, sondern wirklich sehr, sehr undeutlich. Und man kennt ja diese typischen Jungs-Ultraschallbilder von unten, wo man dann wirklich so, ja, das Gebaumse sieht. Aber da war wirklich, ja, das ist was sehr undeutlich. Und ab und zu hat man halt was gesehen, was wirklich danach aussah, aber sehr, sehr oft halt auch nicht. Und dementsprechend hat sie das Geschlecht Junge jetzt in Klammer gesetzt und wirklich gesagt, wir müssen am nächsten Mal nochmal schauen. Es tut ihr total leid, aber ja, das Baby ist einfach nicht so zeigefreudig da unten rum. Also es hat wirklich viel gezeigt, aber halt nicht das, was wir sehen wollten. Und dann war der Ultraschall auch eigentlich schon vorbei. Ganz zum Schluss hat sie nochmal nach der Durchblutung von mir geschaut, also wie ja, meine Durchblutung zum Kind geht. Und da gab es tatsächlich eine Auffälligkeit. Und das habe ich auch ganz deutlich selber gesehen. Also nicht, weil ich irgendwie die Ahnung davon habe, sondern einfach, weil der Unterschied sehr groß war. Und zwar geht es um die rechte und um die linke Durchblutung. Und auf der rechten Seite ist der Widerstand sehr erhöht, sagt sie. Das hat man auch gesehen. Also die Kurve vom Herzschlag ging viel höher. Auf der linken Seite war der ganz niedrig, also sehr flach. Und rechts war er wirklich sehr, sehr hoch. Und sie hat gesagt, solange die linke Seite gut ist, gleicht sich das gut wieder aus. Aber es kann auch sein, dass es noch verschlimmert wird. Und deswegen müssen wir das natürlich beobachten, weil da geht es natürlich um die Durchblutung des Kindes und die Versorgung des Kindes. Und vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass der Kleine so dünn ist. Das alles müssen wir jetzt beobachten und beim nächsten Mal natürlich noch ein bisschen genauer hinschauen. Deswegen hat sie das auch hier eingetragen gehabt in dem Screening. Genau, hier hat sie das also extra unten eingetragen, damit die Frauenärztin beim nächsten Mal, das ist nämlich eine andere, die das große Organscreening macht, damit sie das nächste Mal kontrollieren, genauso wie das Gewicht und die Plazenta. Die Plazenta sitzt sehr, sehr tief, also ja, so ein Stückchen über den Ausgang sozusagen. Und daher kommen wohl auch die häufigen Blutungen. Das war jetzt schon die dritte Blutung in dieser Schwangerschaft. Und ja, genau, sie hat einfach gesehen, dass das wirklich noch sehr weit unten liegt. Sie meint, wenn die Plazenta wächst oder wenn die Gebärmutter wächst, zieht sie sich meistens noch mit nach oben, aber sie liegt dafür doch schon noch sehr, sehr tief für die Woche. Deswegen müssen wir das auch beobachten, denn wenn die Plazenta natürlich vor dem Ausgang liegt,
ist eine natürliche Geburt nicht möglich. Und das wäre wirklich mein allergrößter Albtraum. Also ich bin, ja, ich habe wirklich panische Angst vor dem Kaiserschnitt. Allgemeinoperation, ich habe einfach panische Angst und jede Operation, die ich irgendwie verhindern kann, verhindere ich. Und bis jetzt wurde ich auch noch nicht wirklich stark irgendwie operiert. Und genau, deswegen habe ich einfach total Angst vor einem Kaiserschnitt. Ich hoffe natürlich, dass die Plazenta sich noch ein Stückchen nach oben zieht und dann ist der Weg hoffentlich frei für das Baby und so treten dann hoffentlich auch keine Blutungen mehr auf. Also jetzt kommt das halt von der Plazenta, meinte sie, und das kann wohl sein, weil sie so nah am Ausgang liegt. Genau. So, das waren jetzt die drei Schwierigkeiten, die wir haben, wo wir halt einfach genau beobachten müssen und schauen müssen, wie sich das entwickelt. Jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, können wir da nicht viel machen. Wir müssen einfach schauen, wie sich das im Laufe der Schwangerschaft entwickelt. Ja, sonst, wie geht's mir sonst? Mir geht's tatsächlich wirklich gut, wobei ich mir natürlich jetzt im Moment sehr, sehr starke Sorgen mache und jetzt erstmal so ein bisschen damit klarkommen muss, dass in dieser Schwangerschaft nicht alles rund läuft, so wie bei Lia. Aber wie gesagt, wir schauen da einfach mal. Und was ich im Moment auch sehr, sehr oft habe, sind wieder kräftige Unterleibsschmerzen. Also ich denke mal, dass es die Mutterbänder wieder sein werden, die wirklich sehr, sehr stark ziehen. Und ich bin auch einfach wieder sehr, sehr müde in letzter Zeit. Also in den letzten Wochen bin ich wieder sehr, sehr kaputt. Heute habe ich auch wieder einen Tag, wo ich am besten den ganzen Tag schlafen könnte. Und es kommt auch immer wieder vor, dass ich abends, wenn ich die Kleine ins Bett lege, mit einschlafe, so gegen 19 Uhr, weil ich einfach total müde bin. Und ja, der Tag mich dann doch ganz schön schafft mit Lia und meinen ganzen Jobs und sowas. Und ja, dann noch die Schwangerschaft, das merkt man schon. Ansonsten merke ich langsam, dass ich gar nicht mehr so viel essen kann. Also ich kann nicht mehr so große Portionen auf einmal essen. Ich muss ein bisschen mehr Pause dazwischen machen. Und so ist jetzt immer so, dass ich einen Teil warmes Mittagessen esse und dann eine Stunde später dann den Rest, der ist dann meistens schon kalt. Aber ja, ich kann nicht mehr so viel auf einmal essen, sondern muss jetzt schon langsam anfangen, in Etappen zu essen. Achso, was ich noch erwähnen wollte, meine Schilddrüse wurde nochmal kontrolliert beim Arzt. Da habe ich nochmal einmal Blut abgenommen bekommen und das wird jetzt nochmal kontrolliert. Bei Lia musste ich ja auch einmal erhöht werden auf das Doppelte und dementsprechend muss das hier noch einmal kontrolliert werden. Um die, ja, Mitte der Schwangerschaft wird das meistens kontrolliert und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. So, und ich wollte euch jetzt nochmal die Bilder zeigen. Wir haben tatsächlich beim letzten Mal versucht, einen 3D-Ultraschall zu machen. Ich habe euch das ja beim letzten Mal erzählt. Sie war immer noch der Meinung, der Kleine ist noch ein bisschen zu klein, aber ich hatte ein bisschen Sorge, dass wir das wieder so ein bisschen verpassen wie bei Lia. Aber bei Lia hieß es immer, ja, sie ist auch noch zu klein und dann irgendwann war sie viel zu groß und man hat nur noch die Hand so raufgekriegt. Und genau, deswegen wollte ich das diesmal ein bisschen früher machen und sie hat gesagt, ja, wir probieren das mal, aber eigentlich würde ich das eher lieber nochmal in 8 Wochen probieren, wenn ich sie wiedersehe, weil wie gesagt, in 4 Wochen habe ich dann einmal den anderen Termin bei einer anderen Ärztin. Aber wir haben es einmal probiert und es hat für mich erstaunlicherweise mega gut geklappt. Also es ist ein mega tolles Bild geworden, ich kann euch das ja mal zeigen. So sieht es aus, also unser kleiner Mann sieht so aus. Richtig süß. Genau, auf dem 3D-Ultraschall sieht man übrigens die kräftigen Lippen vom Papa. Der hat auch so volle Lippen und der kleine Mann hat die auch. Mega süß. Und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber er liegt da gerade so. Mega cool. Ist er da gerade am Chillen. Und man sieht sogar die Nabelschnur, die in den Bauch geht. Also hier ist die Nabelschnur und da ist so der Bauchnabel und hier ist die Hand. Und dann sitzt er da so und schläft. Mega süß. Also dieses Bild hat mich absolut umgehauen und sie meinte immer, oh, ist nicht so perfekt geworden. Ich meine, das ist mega perfekt geworden. Also ich bin mega glücklich darüber. Genau, dann hat sie mir noch dieses hier ausgedruckt. Da sieht man einmal nochmal das Profil sozusagen. Meine Kinder lassen sich immer sehr, sehr gerne im Profil fotografieren. Sieht man hier auch nochmal. Und man sieht hier auch mega die Stupsnase von meiner Tochter. Ja, hier unten haben wir auch nochmal ein kleines Profilbild. Aber hier sieht man nochmal so den ganzen Körper und hier eben nochmal richtig schön, ja, das kleine Baby. Richtig süß. Das sind richtig tolle Bilder geworden und ich bin total glücklich, dass sie immer so viel ausdruckt, und finde das auch wirklich immer sehr, sehr schön. Und sie ist auch immer selber so begeistert von den Bildern und freut sich immer so, wenn sie ein tolles Bild entdeckt und nimmt sich auch wirklich Zeit dafür. Also,
bei diesem einen Profilbild hier zum Beispiel hat sie extra nochmal geschaut und extra eine perfekte Position gesucht, damit sie nochmal ein schönes Bild für mich rauskriegen kann. Hat sie sogar extra nochmal gesagt, ich schaue so mal, das wäre ein schönes Bild für sie rauskriegen. Ja, aber ich bin mit den anderen auch mega zufrieden und freue mich total. Genau, ich habe mir hier nochmal aufgeschrieben, wie groß er war. Hatte ich euch ja gesagt, 17 cm und knapp 200 Gramm. Und das mache ich immer einfach nur, damit ich das für später habe. Das habe ich bei Lia auch gemacht. Habe mir das immer ganz genau dazu geschrieben und eigentlich auch noch die Woche. Aber die Woche steht diesmal hier auf dem Ultraschallbild mit drauf. Und deswegen habe ich das hier unten nicht mit hingeschrieben. Aber genau, einfach damit ich immer weiß, wie groß das Baby war. Und ja, damit man das einfach nochmal so ein bisschen als Erinnerung hat. Wie gesagt, habe ich das ja auch mal mit Lias Ultraschallbildern verglichen. Und Lia war, wie gesagt, ein bisschen größer, ein bisschen kräftiger. Aber wir schauen einfach mal, wie sich das entwickelt und ja, wie das so wird. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen und wir sind mal gespannt, was es denn jetzt wird, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird. Also wie gesagt, ich bin ja eigentlich... Nein, ne? Ich bin ein Junge. Ein Junge? Nein. Nein, ein Mädchen? Ja. Ja? Okay. Ich bin eigentlich sehr, sehr gut daran, das zu erkennen, aber wirklich bei diesem Kind ist es wirklich total schwierig. Also mal sah es noch Junge aus, mal aber auch sehr nach Mädchen, weil ich das ja auch von Lia schon kenne. Viele haben schon gesagt, ja Maggie, lass dich doch überraschen jetzt bis zur Geburt, aber jetzt hat man sich schon so auf einen Jungen eingestellt irgendwie und irgendwie, ja, man hat schon jetzt alles besorgt für einen Jungen. Klar, das kann auch ein Mädchen anziehen, ist ja gar kein Problem, schlimmer wäre andersrum. Ja, man macht sich jetzt schon so viele Gedanken, wie das ist mit dem Jungen. Und man hat sich da, wie gesagt, schon total darauf eingestellt. Aber auch wenn es nachher ein Mädchen wird, ist es auch gar nicht schlimm. Da freuen wir uns auch riesig. Und die meisten Sachen, die wir haben, sind ja auch recht neutral. So, und jetzt wollte ich euch noch ganz, ganz kurz meinen Bauch zeigen. Natürlich zum Schluss, damit wir das nicht wieder vergessen. So sieht der Bauch gerade aus. Ich hoffe, ihr seht das gut. Packt ihr die mal aus der Leggings. So sieht der gerade aus. Also ist schon ordentlich gewachsen und man sieht jetzt auch schon, dass ich auf jeden Fall schwanger bin. Aber man kann es auch noch sehr, sehr gut verstecken. Aber genau, so sieht der gerade aus, der kleine Babybauch. So, jetzt hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, ich wünsche euch einen ganz, ganz wundervollen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!